der Unterschied? Ist man bereits im Realen, weil man zwei Arme ist und all die Motivationsbelohnung und Schmerzvermeidung? Und dann begegnet man anderem Realen, Immaterialen, anderen Körpern. Ist man nicht im Realen, glaubt man Geist zu sein, über den Wassern zu schweben, lebt man in den Wüsteneien der Einsamkeit, um sich der Begegnung mit dem Unmöglichen, dem Realen, nicht auszusetzen, sondern weiter zu träumen.